Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, zum Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX mit dem Zeitfürst und noch so einigen anderen Kandidaten hier, die in Pokémon Mystery Dungeon als meine Teamgefährten, als meine Wegbegleiter mit auftauchen werden. Drücken wir mal einen Knopf und starten ein neues Let's Play. Oh, hat sich von alleine getan. Okay, ein neues Let's Play, ein neues Spiel. Pokémon Mystery Dungeon DX. Das Remake zu Pokémon Mystery Dungeon Team Blau und Team Rot. Zur ersten Generation, wenn man es so will, von das erste Spiel von Pokémon Mystery Dungeon, von der Mystery Dungeon Reihe. Habe ich damals privat gespielt als 12, 13-jähriger Junge. Und heute gibt es das Remake dazu in Form von Pokémon Mystery Dungeon DX für die Nintendo Switch. Part 0 war schon die Demo-Version, da haben wir das schon kurz angespielt. Jetzt das richtige Spiel, die Vollversion. Beginnen wir ein Spiel. Herzlich willkommen! Ja, wir machen den Test jetzt nochmal. Es beginnt jetzt alles nochmal von Anfang an. Die Demo-Version ist nie passiert. Das ist einfach nur, das ist Part 0. Nicht ohne Grund mit der Nummer 0 bezeichnet. Das ist einfach nur die Vorgeschichte. Dies ist das Portal, das in die Welt der Pokémon führt. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut. Dann lass uns anfangen. Ich antworte so ehrlich, wie es mir nun gerade möglich ist. Lachst du viel und gerne? Ja, hahaha. Ich lache sehr gerne. Musst du oft gähnen? Ebenfalls. Das muss ich oft. Manchmal nicht mal, wenn ich müde bin. Manchmal einfach so aus Spaß. Ich gähne einfach so aus Spaß zum Zeitvertreib. Jemand bezeichnet dich als unbeholfen, aber sympathisch. Wie findest du das? Unbeholfen? Nein, das finde ich schon, also halt, weder noch irgendwie, aber unbeholfen, das ist ja sympathisch, ist schön, aber unbeholfen, da würde ich jetzt erstmal nachfragen. Das wäre jetzt nicht so. Finde ich jetzt nicht so toll. Finde ich jetzt kein gutes Kompliment. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag und du bist am Strand. Wie fühlst du dich? Ich will nach Hause, schnarre ich, einfach großartig. Sonniger Tag am Strand. Boah. Kann man schon sagen, großartig. Verbringe ich gerne Zeit am Strand, in Freizeit. Ja, Urlaub ist eine schöne Sache. Bartkratz. Das Staatsoberhaupt deines Landes. Der Bundespräsident steht vor dir. Wie verhältst du dich? Ich bleibe ruhig und ausgeglichen, bin entspannt. Ich plaudere, als würden wir uns kennen. Ich bin ziemlich ruhig und ausgeglichen. Frank-Walter Steinmeier, das ist jetzt nicht so wirklich. Das ist jetzt nicht wirklich ein Idol für mich. Das ist, ja, ich mit meiner Anti-Establishment-Einstellung bin da jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt ausflippe. Versteht? Tja, ja, ich bleibe ruhig und ausgeglichen. Das ist, ja, nicht angespannt. Ja. Hast du jemals eine Fallgrube gebaut? Muss kurz überlegen. Fallgrube glaube ich nicht. Ich habe in meiner Kindheit vieles gebaut, aber ich glaube Fallgrube nein. Magst du es zusammen mit den anderen laut und ausgelassen zu feiern? Absolut nicht. Ich war noch nie ein Freund von Partys und am Feiern. Wenn ich mal zu einer eingeladen war oder mal auf einer sein musste, dann immer irgendwo im Hintergrund, also das ist, da bin ich, ja, ich bin dabei und
mittlerweile, ja, es ist, ich akzeptiere es auch, ich bin mit dabei, aber so mit Feiern, mit Jubeln, mit, nee, Besäufnisse kann man mir nicht machen. Ja, auch normale Partys, nee, ich bin nicht so der Party-Typ, absolut nicht. Du hast ein Geschenk bekommen und weißt nicht, was drin steckt. Auspacken. Du bist neugierig, was tust du? Ich öffne es sofort. Ja, das ist ja, das, ja, was sonst? Das ist. Lass es öffnen. But no, kommen Sie her. Alfred, packen Sie mein Geschenk aus. Nee, ich öffne es sofort. Möchtest du als Junge oder als Mädchen spielen? Ich bin natürlich ein Junge. Naja, ich, also wenn ich so an mir herabgucke. Naja, okay. Am ehesten Junge, würde ich mal sagen. Zwinker, zwinker. Du scheinst der ausgeglichene Typ zu sein. Naja. Du stehst Freunden, die Sorge haben, mit Rat und Tat zur Seite. Boah, kann man so sagen. Streitereien kannst du nicht ausstehen. Definitiv. Du bist eine warmherzige Person, die sich gerne um andere kümmert. Viele deiner Freunde blicken zu dir auf. Mag sein, aber du bist auch ein wenig leichtgläubig. Bin ich das? Kann ich jetzt nicht so bestätigen, kann ich aber auch nicht dementieren. Und ein wenig sorglos. Schon. Und manchmal mischst du dich in Sachen ein, die dich nichts angehen. Ständig. Vielleicht solltest du diese Aspekte mal unter die Lupe nehmen. Niemals. Niemals. Ein ausgeglichener Typ wie du ist sicher. Ein ausgeglichener Typ wie ich? Okay, ja, interessant. Ein Hydropi? Okay, ich bin ein Hydropi. Ja, gut, in diesem Abenteuer wirst du ein Hydropi sein. Gefällt dir das Pokémon? Ja, das jetzt zu wechseln, das ist jetzt so eine Sache. Es ist, ja, eigentlich muss man das nehmen, was einem gegeben wird. Hydropi. Eigentlich bin ich bin eher, eigentlich eher vom Typ Feuer. Also wenn ich, also, oder ein anderes Hydropi. Ich muss es ja dann natürlich auch aushalten. Ich muss die Parts lang damit durchhalten. Ich muss das Pokémon auch spielen. Also, eigentlich bin ich eher ein Fan davon, das auch zu, so zu behalten, wie es einem geben wird. Allerdings habe ich damals als Kind, bin ich dann auch wirklich, als Kind wollte ich immer Pikachu sein. Da habe ich dann natürlich immer, habe ich das Spiel so lange durch die Fragen beantworten, so lange durchgespielt, bis ich Pikachu hatte. Also, insofern brauche ich mir auch selbst nichts vorzumachen. Nimm es mir nicht übel. Aber welches Pokémon möchtest du sein? Okay, dann wähle ich mir jetzt mal was aus. Das kann man hier übrigens zum ersten Mal. Ein Pokémon bist du in Dungeon DX. Rattatin DX. Ja. Hier kann man sich zum ersten Mal das Pokémon noch auswählen, was man spielen will. Sonst musste man halt wirklich die Fragen so oft durchmachen, bis man das richtige Ergebnis hatte. Nee, Mauzi, Dragosso, könnte man überlegen. Das fände ich nicht schlecht. Wasser-Pokémon, Ski, fände ich auch nicht schlecht. Machulo, das wäre eine. Ich würde aber gerne Feuer und Wasser kombinieren. Also, ich würde am liebsten die Stärken davon nehmen. Also, meine Erfahrungen in Pokémon Mystery Dungeon. Team Blau und Team Himmel, die habe ich beide privat gespielt, sagen mir, dass wenn man selbst ein Typ Wasser oder selbst ein Typ Feuer ist und sich dann das jeweils andere als Freund mit dazu nimmt, dass man da die besten Chancen hat. Oder platt geht auch. Also Pflanze und Wasser wäre dann die Möglichkeit. Muss man halt irgendwie versuchen auszugleichen. Oder Wasser und Elektro würde auch gehen. Also, ja, bin unentschlossen. Ich überlege, ob ich Macholo nehme. Das wäre eigentlich eine. Wäre eine Sache, wäre eine Aktion. Das wäre.
Aber ich glaube, da ist man schlechter unterwegs mit. Das ist jetzt hier eine Entscheidung. Das bedeutet natürlich was. Ich glaube, in der Demo hatten wir Pikachu. Also ich glaube, Glumanda würde ich nehmen. Das wäre für mich. Der entwickelt sich dann später zu Glurak. Da wäre ich dann Glurak. Ski wird zu Totok. Hier wurde jetzt dann schwer. Mit Macholo hätten wir vielleicht irgendwann Machomai unten. Die Weiterentwicklung. Reptane wäre auch nicht schlecht. Es ist eine Entscheidung, die. Ja, mit der muss man jetzt leben. Wenn man die nimmt. Ja. Eine Ewigkeit später. Ja, ich bin halt einfach ein Feuer-Pokémon. Ich bin halt einfach, also es passt halt einfach am besten zu mir und Glumanda. Es muss Glumanda sein. Ja. Ich habe jetzt zwischen Glumanda und Macholo geschwankt. War ich mir wirklich, das war, ja, ich nehme jetzt einfach das, ja, das bin ich. Ich bin ein Glumanda. Jetzt fehlt nur noch eines. Dein Partner. Jetzt eigentlich ein Wasser-Pokémon. Das müssen wir halt Chili nehmen oder so. Konsequenterweise müssten wir Chili nehmen. Pikachu. Schwere Entscheidungen. Dann denkst du mal, Rollo, das wäre auch mal wieder cool. Ein Pikachu hatten wir schon in der. Hatten wir schon eine Demo-Version. Und Evo, die hatten wir, glaube ich, in der Demo-Version als Partner. Kann man Pikachu jetzt auf keinen Fall nehmen. Viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen muss. Gut, dann riskiere ich es darauf hingehend, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger wird, das Spiel, wenn man kein Wasser als Ausgleich hat. Gut, du sollst sein Macholo. Nehmen wir den. Ich riskiere es, dass es dann halt ein bisschen Unausgeglichenheit gibt. Feuerkampf. Schauen wir mal. Erstmal auswählen. Dein Partner, ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge, würde ich erstmal sagen. Macholo. Ein Junge. Wie heißt dein Partner? Au, verdammt. Würde ich mal sagen. Ja, übernehmen wir das von der Demo-Version, wie wir es schon gemacht haben. Da nehmen wir jetzt den Namen noch mit. Ja, das muss der Mordi sein. Das muss so sein. Den Spitznamen deines Partners lautete Mordev. Jo. Auf geht's ins Abenteuer. Diese beiden Pokémon sollen es also werden. Jo. Okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Viel Spaß. Let's go. Ich denke, mit denen lässt sich's aushalten. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht doch jemand. Wer kann denn das sein? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Hey! Hey, wach auf! Nun wach schon auf! Oh, gut, dass du endlich aufgewacht bist. Uff. Wo bin ich? Du warst bewusstlos. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Mordi.
Freute mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Hm. Du meinst, du bist ein Mensch? Auf mich wirkst du eher wie ein... wie ein Glumander. Was? Verdammt. Okay, ich bin tatsächlich... Das stimmt. Ich bin ja wirklich ein Glumander. Aber wie und warum? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Du bist echt komisch. Wie heißt du? Mein Name... ich heiße... Den habe ich vergessen. Verdammt, wie hieß ich denn nochmal? Wie war denn mein Name? Ach, verdammt, dieses... Durch den Fall hier, durch den Sturz muss ich irgendwie... muss meinen Namen vergessen haben. So ein Mist auch. Ist Zwergi richtig? Ja. Das war mein Name. Ich erinnere mich wieder. Aha, Zwergi. Hm. Was? Das ist ein lustiger Name. Das Ding, den kann man so behalten. So, Hilfe! Hilfe! So, hilf mir doch jemand! Was war denn das? Hat da jemand um Hilfe gerufen? Was ist denn los? Es ist einfach fürchterlich. Mein Raubtier ist in eine Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Was ist... Ja, jetzt mal ganz ruhig. Was ist hier los? Ein riesiger Erdbeer hat sich aufgetan und mein Raubtier ist hineingefallen. Es ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Es ist noch so jung. Als ich helfen wollte, wurde plötzlich von einem anderen Pokémon angegriffen. Wie bitte? Du wurdest angegriffen von anderen Pokémon? Vielleicht hat die Erdspalte sie in Panik versetzt. Sie waren ziemlich aufgebracht. Ich bin schwach, um es mit den wilden Pokémon aufzunehmen. Dafür bin ich viel zu schwach. Was wird jetzt nun aus meinem kleinen Baby? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh weh, oh weh, oh weh. Was soll ich nur machen? Ah, verdammt, mein Sohn, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Ah, verdammt. Zwergi, wir können jetzt hier nicht untätig rumstehen. Los, helfen wir doch dem Kleinen. Helfen wir seiner Mutter. Kleinheim, U1. Okay, dann wären wir im Kleinheim. Nanu, ist das hier etwa ein mysteriöser Dungeon? Ja, tatsächlich, das ist deiner. Mysteriöse Dungeons sind wirklich mysteriöse Orte. Jedes Mal, wenn man sie besucht, ändert sich ihr Aufbau. Und die Items, die man dort findet, ändern sich auch jedes Mal. Ihre einzelnen Ebenen sind durch Treppen miteinander verbunden. Suchen wir erstmal nach einer Treppe. Eins noch. Snapboom meinte, er sei von dem Pokémon hier angegriffen worden. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, müssen wir wohl kämpfen. Geben wir unser Bestes, Zwergi. Bewege dich fort, indem du L in eine beliebige Richtung knackst. Alternativ kannst du auch mit Hilfe von Steuerkreuz laufen. Ja, okay, wir spielen tatsächlich mit dem Pro-Controller. Und zeigt, wo dein Joy-Con. Mit dem Pro-Controller ist das angenehmer. Und da haben wir unseren ersten Feind. Drücke A, um anzugreifen. Na warte. Verbrutzelt haben wir ihn. Und weiter geht's. Da sieht er auf der Karte neue Gegner. Verfehlt. Was? Nimm das, Funkenflug. Gut. Dann werden die Attacken sogar angesagt. Na, sehr gut. Ich kann hier nur Funkenflug oder was? Attacken, kann ich die mal gucken? Attackeneinstellung. Zwergi. Drachenwut. Funkenflut. Bisskratzer. Modev, der kann. Patronenhub, Durchbruch, Karateschlag. Und Stärke. Attacken ein aus. Naja, sieht alles gut aus. Kann man einsetzen. Mhm.
Aha, A, B, X und Y kann ich die Attacken einsetzen. Interessant. Versuche mal aus. Alle die Knöpfe auf der rechten Seite. So kann man die Attacken also hier neuerdings auswählen. Interessant. Dunkelgelb, Items blau, Treppenweiß, mit Streiter grün, Gegnerisches Pokémon rot. Alles klar. Haben wir die Farben kapiert. B. Du besitzt keine Items. Was? Okay, kann ich nur mit A. Interessant. Du besitzt keine Items. X ist das Menü. Ja gut, so viel dazu. Poké sind die Währung in diesem Spiel. Ist klar. Ist ein Pokémon eine Sinnelbeere, wenn seine KP regeneriert? Meine Sinnelbeere zu essen, musst du mit X das Menü öffnen und in der Tasche eine auswählen. Okay. Und mit B kann man auch sprinten. Drücke L, um eine automatische Fortbewegung zu aktivieren. Automatische Fortbewegung, das wollen wir nicht. Ach, der läuft jetzt direkt zum Ziel. Na, das ist jetzt hier. Ich wollte es mal ausprobieren. Okay, ich störe das jetzt gar nicht. Das macht er selbst. Ach, der hat sich jetzt das Item geholt. Ist ja interessant. Die automatische Fortbewegung wird deaktiviert und auf ein gegnerisches Pokémon stößt. Ja, lass mal lieber. Das ist jetzt, ja, schön fürs Let's Play, kann ich besser kommentieren, aber ich will das schon selber steuern. Den Spaß will ich mir noch gönnen. Ich will die Fails selber produzieren. Nicht, dass er mich selbst gleich sofort zum nächsten Ausgang steuert. Ah, nee, das wollen wir nicht. Das wäre witzlos. Und da kommen die gegnerischen Pokémon. Da haben wir eine Leiter. Ein Trank. Ein Top-Äther. Und weitergehen. Da sind wir schon am Ende. Mami, wo bist du? Schief. Wir sind hier, um dich zu retten. Hoch. Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir hier zu ihr. Yippie! Zwingli hat den Rettungsauftrag im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Mein Baby ist gerettet. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, das ist schon okay so. Brauchst uns gar nicht zu danken. In letzter Zeit sind viele Spalten durch Erdbeben entstanden. Hier ist es gefährlich geworden. Das Wichtigste ist, dass es deinem Kleinen nichts passiert ist und er unverletzt ist. Bitte sagt ihr mir zumindest euren Namen. Ich heiße Morneth. Und das ist Zwergfürst LP. Abonniert seinen Kanal. Oh, wow. Zwerg, ich bin dein größter Fan. Er sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen, ist mir eher fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich irgendwie wie ein Held. Ich bin ein Promi. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, gibt einem ein gutes Gefühl. Vielen Dank, Morty und Zwergi. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Du hast das Item Mini-Belebersamen erhalten. Du hast das Item Pyrrhusif-Beere erhalten. Du hast 500 Poké-Dollar erhalten. Poké, nicht Poké-Dollar. Richtig muss man es ja schon aussprechen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Hey, vielen Dank für deine Hilfe. Ich muss zugeben, du bist ganz schön stark. Also, was willst du nun tun, nachdem wir hier fertig sind, meine ich? Ich weiß selbst nicht so richtig. Du weißt nicht, wo du schlafen sollst. Du bist obdachlos. Na, wenn du eine Bleibe suchst, dann folge mir. Ich hab hier was für dich. So, da wären wir. Hab ich extra für dich gebaut. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin zwar ein Mensch, aber mir gefällt's hier. Ich fühle mich unheimlich wohl.
ist möglicherweise so ein Pokémon-Ding. So ein unerklärliches Ding, dieser kleinen Wesen hier. Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Nee, ich lasse es mal lieber. Ist auch egal. Ich bin einfach glücklich. Vielleicht hängt das auch mit meiner Verwandlung in ein Glumanda zusammen. Na, Zwergi, ich sehe es dir an der Nasenspitze an, dass du beeindruckt bist. Ich wusste, dir würde es hier gefallen. Man fühlt sich sofort wie zu Hause. Ich war mir sogar absolut sicher, dass es dir hier gefallen würde. Das ist ein Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Da fällt mir ein, erinnerst du dich noch an die Erdspalte, in die Robby gefallen ist? Das war vor ein paar Sekunden. Ich erinnere mich dran. In letzter Zeit häufen sich Naturkatastrophen wie diese. Viele Pokémon leiden darunter. Ich möchte diesen Pokémon helfen. Ich möchte, dass dieses hier eine sichere Welt für Pokémon wird. Und ich bin überzeugt, dass du mir dabei helfen kannst. So wie du Robby gerettet hast. Würdest du denn ein Retterteam mit mir gründen wollen? Wir haben das Zeug dazu, das beste Team der Welt zu werden. Was sagst du? Jo, ich mach mit. Wir gründen ein Retterteam. In Ordnung, dann wären wir uns einig. Von nun an sind wir Partner, Zwei. Ich zähle auf dich. Uns fehlt nur noch ein Name für das Team. Ich hatte mir doch noch nichts überlegt. Hitzeng, fällt dir vielleicht ein guter Name ein für unser Retterteam? Ich habe da keine Idee. Sprössling? Naja, nee, das ist... Da muss uns schon was Originelleres einfallen. Um auch ein bisschen Werbung zu machen für ein gewisses anderes Projekt. Podcast, Kanal, abonnieren gehen. Ja, warum nicht? Bilateral. Ist bilateral richtig? Team Bilateral? Naja, jetzt nicht so direkt. Das ist ein toller Name. Der passt zu uns. Da wäre noch was. Das hier habe ich für den Tag aufgehoben, an dem ich ein Retterteam gründe. Und ich habe mir gleich zwei davon. Gut, daher können wir beide eins tragen. Zwergi bindet sich das Halstuch um, das er von Mulder erhalten hat. Oh, klasse. Zwergi, das steht dir echt super. In Blau und du in Gelb. Aha. Jetzt sehen wir auch wirklich wie ein Team aus. Mit verschiedenen... Ja, das klappt nicht so ganz. Ich habe ein blaues Halsband und du ein gelbes Halsband. Das ist jetzt, ja, einheitliche Halsbänder sind dir nicht eingefallen, oder? Retterteam Bilateral ist bereit. Morgen stürzen wir uns in die Arbeit. Und so begann die gemeinsame Karriere von Zwergi und Mordev als Retterteam. Am nächsten Morgen. Alles ist unverändert. Ich sehe immer noch aus wie ein Glumanda. Doch warum wurde ich zu einem Pokémon? Ich verstehe das nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ach ja, ich glaube, es hieß Mordi, oder? Wir hatten beschlossen, gemeinsam ein Retterteam zu bilden. Was Mordev wohl gerade macht? Ich sollte mal rausgehen und nachschauen. Ja, ich glaube, bis hierhin sind wir an der Demo-Version gekommen. Weiter haben wir das nicht gespielt. Bis hierhin geht der 0. Part von Pokémon Mystery Dungeon DX, die Demo-Version. Na dann, geht's jetzt weiter im Abenteuer. Mit Mordi und mit Zwei. Team Bilateral.
Auf geht's.